Bei 4 von 5 Patienten verläuft die Krankheit chronisch und wird, ohne dass man sie behandelt, nicht gut. Wobei ein progredienter Krankheitsverlauf vorliegt, die anfänglich eher leichten Beschwerden werden mit der Zeit eher stärker und durch den Umbau der Speiseröhre kann es im schlimmsten Fall zu so starken Engstellen kommen, dass eben Speisen dort stecken bleiben und das Schlucken gar nicht mehr möglich ist. Die Symptome werden meistens stärker, ein anfänglich nur leichte Schluckstörungen, man kann etwas langsamer essen, muss vielleicht etwas mehr zum Essen dazu trinken, kann dann mit der Zeit in eine Schluckstörung für vor allem feste Speisen sich verändern, dass man Fleisch, Rohkost, trockenen Reis und ähnliche Dinge vermeidet und nur mehr eher breiige, flüssige Dinge isst und zum Schluss kann es eben dann so weit kommen, dass man überhaupt nicht mehr schlucken kann, beziehungsweise Speisebrei in der Speiseröhre stecken bleibt. Sie können als Patient, wenn Sie Symptome einer Schluckstörung haben, wenn Sie Schmerzen beim Schlucken haben, wenn Sie ständiges Sodbrennen haben, eine Abklärung beim Gastroenterologen machen. Der wird dann, wenn Sie diese Krankheit haben, diese diagnostizieren und Sie auf eine Therapieform einstellen. Und diese Therapie sollten Sie dann, wie vorgeschrieben, einnehmen, um eben hier eine Weiterführung dieser chronischen Entzündung zu unterbinden und diesen Umbau der Speiseröhre hinten anzuhalten.